Herzlich willkommen hier im Predigt-Podcast der Johannesgemeinde. Herzlich willkommen hier im Predigt-Podcast der Johannesgemeinde. Beim Ansehen dieser eine gesegnete Zeit beim Ansehen ja, dieser Predigt. Wasser gebaut ist heute mein Thema. Manche kennen vielleicht diese Redewendung, nah am Wasser gebaut. Das sagt man ja meist über Menschen, die relativ schnell weinen oder wo die Tränen sehr, sehr schnell fließen oder mancher mit den Tränen kämpft oder so innerlich aufgewühlt ist, dass man beinahe heulen könnte. Und dann hört man das manchmal sogar abwertend oder mitleidig. Ah, der ist aber nah am Wasser gebaut oder die ist aber nah am Wasser gebaut. Ich möchte diese Redewendung ein wenig umdrehen und heute einen neuen Denkanstoß zu dieser Redewendung geben, nah am Wasser gebaut. Im Alten Testament in der Bibel gibt es einen Mann, der heißt Jeremia, und der benutzt ein Bild, was uns deutlich machen kann, dass nah am Wasser gebaut gar nicht so verkehrt sein muss. Die Frage, die er stellt oder dieses Bild, das er verwendet, macht nämlich deutlich, worauf hast du eigentlich dein Leben gebaut? Wo sind deine Wurzeln? Bei wem bist du verwurzelt? Was gibt dir Lebenskraft? Und ich lese uns diesen Text, Jeremia 17, Vers 7 bis 8. Ihr könnt die wichtigsten Aussagen auch wieder mitlesen. Doch ich segne jeden, der mir ganz und gar vertraut. Er ist wie ein Baum, der nah am Bach steht und seine Wurzeln zum Wasser streckt. Die Hitze fürchtet er nicht, denn seine Blätter bleiben grün. Auch wenn ein trockenes Jahr kommt, sorgt er sich nicht, sondern trägt Jahr für Jahr Frucht. Das ist also das kurze Bild, das Jeremia verwendet. Und ein erster Gedanke dazu, nah am Wasser gebaut, heißt Leben an der Quelle. Meine Frage an dich ist, wo bzw. wer ist deine Lebensquelle? Wer oder wo ist deine Lebensquelle? Vielleicht hast du schon manches versucht und bist heute hier in diesem Gottesdienst und suchst nach einer Antwort auf genau diese Frage, was Sinn macht im Leben und wo die Kraft und die Quelle deines Lebens zu finden ist. Vielleicht hast du schon manches probiert in anderen Religionen, in anderen Ideologien. Vielleicht bist du unterwegs im Bereich der Esoterik und hast schon meditiert, fernöstliche Meditationsformen eingeübt. Vielleicht hast du da schon manches probiert. Vielleicht sagst du aber auch, ich brauche eigentlich Gott gar nicht, weil ich kann das alles selber schaffen. Ich bin meines eigenen Glückes Schmied, ich bin mein eigener Herr, ich habe meine eigene Kraft, ich kann es doch alles alleine. Wozu brauche ich denn Gott? Gott ist doch, wenn überhaupt, nur was für Schwächlinge. Gott ist vielleicht was, der Glaube an Gott, für alte Leute, die rennen in die Kirche. Vielleicht denkst du auch, naja, wenn ich 2-3 Mal im Jahr in die Kirche gehe, heute wäre das eine Mal, dann reicht das ja wohl auch hin. Ich weiß nicht, wie du denkst und wo du mit deinem Leben verwurzelt bist. Ich will aber deutlich sagen, all das sind Holzwege. All das wird dir nicht den Gewinn und den Sinn bringen. Ohne Glauben an Gott wirst du niemals echtes Leben finden und schon gar kein ewiges Leben. Und ich möchte auch erklären, wieso ich das so sehe. Jeremia gebraucht ein Bild von einem Baum, der an einem Bach steht. Ich habe euch ein Bild mitgebracht aus Thailand. Ein Freund von mir, Kees Brauer, so heißt er, war jahrelang in Thailand und hat dieses Bild fotografiert. Wo genau, weiß ich leider nicht mehr. Aber zum Erstaunen auch der Thais ist dieser Baum das ganze Jahr über grün. Eigentlich atypisch für diese Region. Und von daher streckt dieser Baum seine Wurzeln direkt in diesen Bach oder in diesen See, in diesen Fluss. Und von daher hat er Kraft, Lebenskraft. Es kommt also schon auf deinen Standpunkt oder auf deinen Standort an im Leben. Nur an der richtigen Quelle wird ein Baum
auch mit den wichtigen Nährstoffen versorgt. Ein Baum braucht das, um zu wachsen, um Früchte zu bringen oder auch Blätter, grüne Blätter hervorzubringen. Ohne die Quelle wird ein Baum sich nicht gut entwickeln, werden Pflanzen sich nicht gut entwickeln. Der Standpunkt ist also entscheidend. Und die Frage ist, wo stehst du gegenüber Gott? Wo stehst du in deinem Leben? Welchen Standort, welchen Standpunkt hast du eingenommen? Die Bibel lehrt mich ganz klar, nur bei dir ist die Quelle des Lebens. So steht es in Psalm 36, Vers 10. Bei Gott ist die Quelle des Lebens. Er ist nicht eine Quelle, sondern er ist die Lebensquelle. Und Jesus, der Sohn Gottes, er beschreibt es später mal etwas ausführlicher in einem Gespräch mit einer sehr verzweifelten Frau. Sagt er ihr, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die ewiges Leben schenkt. Oder an anderer Stelle sagt Jesus, ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben zu geben, Leben im Überfluss. Das sind Versprechen Gottes, die für dein und mein Leben Gültigkeit haben. Das sind Wahrheiten, die in unser Leben wirklich hineinsprechen sollen, und das macht deutlich, zu Jesus hin leben heißt echtes Leben haben. An Jesus dran sein, in Jesus sein, nenn's wie du es willst, ist letztlich eine Grundentscheidung, die dann für echtes Leben sorgt. Und deswegen sei nah am Wasser gebaut, sei an Jesus, an dieser Lebensquelle. Was macht ein Baum, um lebensfähig zu bleiben? Nun, er streckt seine Wurzeln aus. Das machen alle Bäume. Sie suchen und saugen förmlich im Boden nach Nährstoffen, nach Kraft. Und die Wurzel versorgt mit Lebenssaft. Das macht einen Baum richtig stark. Es ist also nicht damit getan, Gott gut zu finden und das vielleicht auch gut zu meinen, ja, sondern Wurzeln ausstrecken heißt, ich finde und suche meinen eigenen Stil, an Gott zu glauben. Ich finde meinen eigenen Rhythmus, die Bibel zu lesen, in die Kirche zu gehen, mit anderen Christen mich zu treffen. Ich suche nach meinem Weg, die Wurzeln immer mehr auszustrecken. Und das ist nicht eine Aufgabe, die einmal angefangen hat und dann irgendwie nach 3 Jahren erledigt ist, sondern das wird eine lebenslange Aufgabe sein. Ich behaupte einfach mal, wer aufhört, sich auszustrecken nach der Quelle des Lebens, der wird irgendwann einen abgestandenen, muffigen, öden, trockenen Glauben haben, wenig attraktiv für dich selbst und auch für andere. Ich möchte an dieser Stelle 2, 3 Bücher empfehlen. Zum Teil gibt es die nur noch antiquarisch oder gebraucht. Gary Thomas hat 2 Bücher geschrieben. Das eine heißt 9 Wege, Gott zu lieben. Wenn du also deinen Stil finden willst zu glauben, dann ist das ein Buch, was dir helfen kann, 9 Wege, Gott zu lieben. Und das andere Buch von ihm heißt, woran sieht man, dass du glaubst? Also was sind die Kerndinge deines Glaubens? Es lohnt sich, sich damit zu beschäftigen. Richard Foster hat ein Buch geschrieben, Nachfolge feiern, und da geht es um den Bezug zur Quelle, das Ausstrecken und die Wurzeln immer tiefer graben in den Glauben, sozusagen in die Glaubensbeziehung mit Gott hinein. Meine Tipps ganz kurz zum Leben an der Quelle und dem Ausstrecken an Gott sind eigentlich 4 einfache Punkte. Gottes Wort, und zwar lesen. Das ist dieses alte Buch, das viele als Hochzeitsbibel im Schrank stehen haben. Es lohnt sich, in dieses Buch reinzugucken, selber zu lesen. Macht klug. Und das regelmäßig zu tun, ist auf jeden Fall meine Empfehlung. Der zweite Tipp, Gebet, das ist unser Gespräch mit Gott und Gottes Gespräch mit uns. Er spricht in unser Leben hinein, und ob du es Gebet nennst oder nicht, spielt an der Stelle keine Rolle, aber es ist ein wichtiger Punkt, um Verbindung zu halten, weil Glaube lebt von Beziehung und Beziehung lebt von Gespräch. Und deswegen ist Gebet das Gespräch des Herzens, unseres Herzens mit Gott. Das dritte, Gemeinschaft. Wir wollen also nicht nur alleine unterwegs sein, sondern wie heute Morgen hier sind wir viele.
Und wir sind immer viele überall auf der Welt. Letzten Sonntag, finde ich, hat Lennart das hervorragend herausgearbeitet, dass wir nicht alleine glauben, sondern überall auf der Welt sind Menschen. In Kenia sind Christen genauso wie in Thailand oder auch hier in Deutschland. Und deswegen ist es gut, auch eine Kleingruppe zu haben mit anderen Christen zusammen. Das kann eine Hilfe sein, Gemeinschaft dann wirklich ganz positiv zu erleben als Netz von Beziehungen, das dich auffängt. Und der vierte Tipp, Gewohnheiten oder nenne es geistliche Übungen. Gewohnheiten braucht unser Stil, unsere Beziehung, um an Gott zu glauben. Diese geistlichen Übungen helfen dir auf diesem Weg und Übungen, das sagt das Wort schon, wollen geübt werden. Das kann man täglich üben, das kann man monatlich üben, wie auch immer. Eine Übung könnte zum Beispiel sein, du sitzt nicht nur zu Hause, machst die Augen zu und kniest dich hin und betest, sondern du machst einen Gebetsspaziergang durch die herrliche Natur. Du kannst auch beim Autofahren beten, da rate ich von Augenschließen sowieso ab. Du kannst auch beim Joggen beten. Bekannter von mir hat das gemacht, als er frisch im Glauben war und dachte, beim Beten muss man immer die Augen zumachen, und er ist durch den Wald gejoggt. Das Ergebnis war Schürfwunden, Platzwunden und so. Also das muss nicht so sein. Du kannst beim Beten die Augen aufhaben, das ist kein Problem. Aber es ist eine geistliche Übung, das zu trainieren, das Gespräch mit Gott zu suchen. Oder über einen Bibeltext nachzudenken, zu meditieren, zu verinnerlichen, was da steht. Vielleicht sogar Bibeltexte auswendig zu lernen. Oder auch das Abendgebet. Das kann eine Hilfe sein, zur Ruhe zu kommen, die Dinge des Tages einfach abzulegen und dran zu sein an Gott. Oder ich habe eine Zeit lang beim Bibellesen immer all das, was ich gelesen habe und welche Ideen mir kamen, aufgeschrieben. Man nennt das geistliches Tagebuch. Das kannst du machen als eine Form der geistlichen Übung und Gewohnheiten. Ich will dich ermutigen, an diesen Gewohnheiten dran zu bleiben, weil es einfach hilft, die Beziehung zu Gott zu stärken und zu vertiefen. Zwei Zitate. Das eine von Martin Luther, er sagt, das christliche Leben, also die Beziehung zu Gott, ist nicht ein fromm Sein, sondern ein fromm Werden. Nicht ein Sein, sondern ein Werden. Nicht eine Ruhe, sondern eine Übung. Wir sind es noch nicht, wir werden es aber. Es ist nicht das Ende, es ist aber der Weg. Es glüht und glänzt noch nicht alles, es reinigt sich aber alles. Es ist also ein Weg, den wir gehen. Und aus diesem Buch von Richard Foster ein längeres Zitat: Denken Sie bitte nicht, dass solche Übungen nur für geistliche Profis gedacht sind oder für Menschen, die ihr ganzes Leben in Gebet und Meditation verbringen, und dass sie für normale Sterbliche ungeeignet wären. Im Gegenteil, Gott will, dass sich ganz gewöhnliche Menschen in ihr geistliches Leben einüben. Menschen, die berufstätig sind, die Kinder erziehen, Geschirr spülen und Rasen mähen. Im Alltag lassen sich diese Übungen sogar am besten anwenden. Wenn sie wirklich einen umwandelnden Effekt haben, dann muss sich das ja gerade in den alltäglichen Beziehungen zeigen. In der Ehe, unter Geschwistern und zwischen Nachbarn und Freunden. Also wir merken, Übungen sind dazu da, geübt zu werden. Und das könnte dir helfen, nah am Wasser gebaut zu sein, Leben direkt an der Quelle. Ein zweiter Gedanke, nah am Wasser heißt, Dürrezeiten besser überstehen. Jeremia sagt, die Hitze fürchtet der Baum nicht, denn seine Blätter bleiben grün. Auch wenn ein trockenes Jahr kommt, sorgt er sich nicht. Wer kennt sie nicht, diese Dürreperioden des Lebens durch Krisen, durch Krankheiten, durch Katastrophen? Wer kennt sie nicht, diese Dürreperioden, die uns die Kraft rauben und allen Lebenssaft förmlich herausziehen aus uns? Wer kennt sie nicht, diese Durststrecken in der Gottesbeziehung, in denen Gott scheinbar ganz weit weg ist und nicht da? Oder die Hitze der Konflikte, wo die brennenden Probleme uns nicht zur Ruhe kommen lassen? Oder die Erfahrung, dass unser Gebet scheinbar nicht gehört wird und plötzlich zweifeln wir an der Güte Gottes? Wer kennt sie nicht, die Wüstenzeiten, wo wir uns so sehr nach Hilfe von Gott sehnen und das in einer besonderen Art uns wünschen? Wer kennt sie nicht, diese Zeiten der Dürre, der Wüste und der Trockenheit? Dann
liegt uns oft das Jammern näher als das Jubeln. Und wenn dann noch fromme Sprüche kommen, so nach dem Motto, das musst du nur an Gott abgeben, dann wird's schon wieder, oder vielleicht glaubst du auch nicht richtig, dann stell das alles in Frage. Dürrezeiten, Wüstenzeiten, Zeiten, in denen uns die Kraft geraubt, ausgesaugt wird, die sind wirklich schwierig. Und plötzlich geht die Blickrichtung weg von Gott hin auf die Probleme, auf die Sorgen, auf das, was uns Angst macht. Und das will uns dann gefangen nehmen. Aber hier ist nicht nur unser eigenes Leben gemeint, sondern es taucht die Frage nach dem Mangel auf. Wie gehen wir mit Mangel um? Das ist nicht nur eine persönliche Frage, sondern auch eine Frage an uns als Christen und Kirchen, Gemeinden insgesamt. Wie reagieren Gemeinden darauf, wenn die Armut sich weiter ausbreitet, auch in unserem Land? Was werden wir entgegensetzen, wenn Arbeitslosigkeit, soziale Armut in unserem Land steigen? Welche Projekte müssten wir ins Leben rufen, um dieser Not entgegenzutreten? Früher, also vor etlichen 100 Jahren, waren es vor allem die Christen, die immer wieder für entscheidende Reformen gesorgt haben. John Wesley war der Sozialreformer in England. Er hat dafür gesorgt, dass eben nicht alles so weiterläuft und dass Arme nicht mehr übersehen werden. Oder Henri Dunant, er hat heute das Rote Kreuz, das als Weltorganisation bekannt ist, gegründet. Und sein Antrieb war, verletzte Menschen nicht nur in Kriegsgebieten zu versorgen und zu retten. Was daraus geworden ist, ist eine ganz andere Sache, aber der Ursprung war durch einen Christen initiiert. Und ich möchte euch mit hineinnehmen in das Leben von Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Mancher kennt die Raiffeisen-Genossenschaften, mancher kennt die Raiffeisen-Banken. Friedrich Wilhelm Raiffeisen, er wurde geboren am 30. März 1818 als siebtes von 9 Kindern. Sein Vater, er wurde schwer krank und fiel als Ernährer komplett aus bis zu seinem Tod, als Friedrich Wilhelm Raiffeisen 3 Jahre alt war. Das heißt, alle Kinder mussten sofort ran. Eine höhere Schulbildung wurde ihm dadurch nicht ermöglicht. Es war kein Geld da. Er wuchs wirklich in Armut auf. Sein Ortspfarrer war es dann, der in ihm viel Talent entdeckte und ihm ganz viel Allgemeinwissen vermittelte. Schon als 17-Jähriger ging Raiffeisen dann zum Militär. Und nach 3-jähriger Dienstzeit in Köln wurde er als Unteroffizier nach Koblenz geschickt und ging dort in die Eisengießerei. Dort zog er sich ein Augenleiden zu und seine Sehkraft ließ nach und das zwang ihn, den Militärdienst zu beenden. Und er war dann Regierungsbeamter im Zivildienst sozusagen und im Anschluss an seine Einarbeitungszeit dort erfolgte die Ernennung zum Bürgermeister 1845 in Weierbusch im Westerwald. Bürgermeister sein hieß damals 22 Ortsgemeinden zu betreuen und zu begleiten. Schon ein Jahr später wurde Raiffeisen herausgefordert, denn eine Hungersnot führte dazu, dass viele in seinem Umfeld Mangel litten und dieser Hungersnot nichts entgegenzusetzen hatten. Es waren zu wenig Nahrungsmittel da und so gründete er den Weierbuscher Brotverein, um die Versorgung in Zukunft von Bevölkerung zu sichern. Und für die Zukunft sah er dann seine Aufgabe darin, diesen Verein weiter auszubauen, die Versorgung von Menschen durch Nahrung, mit Nahrung weiter aufzubauen. Er wurde dann schon 3 Jahre später Bürgermeister in einem anderen Ort, Flammersfeld, 33 Gemeinden unterstützte er und er gründete den Hilfsverein zur Unterstützung unbemittelter Landwirte. So nannte sich dieser Verein. Und diesen Verein baute er mehr und mehr aus. Es wurden Genossenschaften gegründet, es wurde Banken gegründet, das Bankwesen wurde gegründet und in seinem Todesjahr gab es bereits 400 dieser Vereine in Deutschland. Für Raiffeisen war klar, er wollte aufgrund seines Glaubens an Jesus diese Vereine voranbringen. Sein Motto war, was ihr einem dieser meinen geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und er sagte in einer seiner vielen Reden, wir betonen ausdrücklich die christliche Nächstenliebe,
welche in der Gottesliebe und in der Christenpflicht verwurzelt ist, daraus ihre Nahrung zieht und, je mehr geübt, umso kräftiger und umso nachhaltiger wird. Raiffeisen als ein Beispiel von vielen Christen, die wirklich unser Land nachhaltig geprägt haben. Und ich frage uns, ich frage euch, wo sind die Christen, die Mut haben, neue Ideen und Modelle umzusetzen? Wie können wir bedürftigen Familien helfen, dass sie vielleicht ihr Auto preiswert reparieren? Wieso gründen wir keine Krankenkasse für Christen? Wieso gibt es keine Hilfsfonds, wo Christen sich gegen Armut engagieren oder gegen die Ausbreitung von AIDS? Welche Konzepte entwickeln wir, um gewalttätige Jugendliche zu begleiten, um diese Gewalttaten auch einzudämmen? Wer hütet alleinerziehende Mütter und Väter und hütet die Kinder, begleitet sie durch diese schwere Zeit und so weiter und so fort? Was haben wir als Christen entgegenzusetzen? Nun, ich glaube, der Mangel, der in diesem Bild von Jeremia deutlich wird, den empfindet wahrscheinlich jeder persönlich am allerbesten. Der Mangel, wenn die Wüstenzeit da ist, die Dürrezeit, dann brauchen wir einen Hoffnungsanker. Mir hat in einer Phase meines Lebens einmal ein Text von Hans-Joachim Eckstein entscheidend geholfen und ich habe diesen Text uns mitgebracht. Geborgen. Es mag fremden Einflüssen vorübergehend gelingen, dir deinen Herrn wegzunehmen. Es kann ihnen aber nicht gelingen, dich deinem Herrn wegzunehmen. Es mag dir gelegentlich so vorkommen, als würdest du ins Bodenlose abstürzen. Du wirst aber nicht tiefer fallen können, als in die dich bergenden Hände Gottes. Ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden ganz gewiss niemals verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand des Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins, sagt Jesus in Johannes 19. Nah am Wasser gebaut, das hilft, Dürrezeiten besser zu überstehen. Und nah am Wasser gebaut, und das ist der dritte und letzte Gedanke, Frucht ohne Ende. Jeremia sagt hier, doch ich segne jeden, der mir ganz und gar vertraut. Er ist wie ein Baum, der nah am Bach steht und seine Wurzeln zum Wasser streckt. Die Hitze fürchtet er nicht, denn seine Blätter bleiben grün. Auch wenn ein trockenes Jahr kommt, sorgt er sich nicht, sondern trägt Jahr für Jahr Frucht. Das ist es doch, was wir uns wünschen. Ohne Aufhören Frucht tragen. Für einen Baum ist es das Natürlichste, Früchte oder Blätter hervorzubringen. Der quält sich dabei nicht groß. Das ist ganz normal. Das muss man ihm nicht sagen und ihm nicht im Frühjahr sagen, so Baum, bring Blätter, bring Früchte, sondern er bringt sie. Wenn die Wurzeln an der Quelle sind, wenn der Baum gesund ist, dann bringt er Frucht. Seine Beschaffenheit ist so, dass Frucht das ganz normale Ergebnis ist. Aber wenn ich einen Apfelbaum pflanzen würde und erwarten würde, dass Pflaumen oder Bananen daran wachsen, dann wäre das die falsche Erwartung. Wenn ich Radieschen sähe und erwarte, jetzt müsste irgendwie Blumenkohl oder Kohlrabi rauskommen, dann wäre das schwierig. Das Prinzip, das dahinter steht, ist immer, auf Saat folgt Ernte. Nah am Wasser gebaut heißt, der Baum bringt Frucht oder er steht im saftigen Grün da. Und die Frage ist, welche Frucht siehst du bei dir? Und dann, welches Ergebnis hast du? Was möchtest du vielleicht gerne sehen? Übrigens, man sieht erst, wie unser Glaube aufgestellt ist, wenn es so richtig hitzig wird, wenn so eine richtige Trocken- und Wüstenzeit kommt. Dann wissen wir, wie gut unsere Beziehung, wie tragfähig unser Glaube tatsächlich ist. Wie steht's bei dir? Bist du nah am Wasser gebaut? In dem Sinn, den ich beschrieben habe? Bist du nah an Gott dran? Dann wird es dir helfen, besser durch Dürrezeiten zu kommen und vielleicht Früchte in deinem Leben zu sehen. Ein Mann, der durch viel Hochs und Tiefs ging, er hat ein Lied geschrieben, mit dem ich schließe. Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf, gelebt hat er 1700 bis 1760. Und es ist ein Gebet. Jesu,
Geh voran auf der Lebensbahn und wir wollen nicht verweilen, dir getreulich nachzueilen. Führ uns an der Hand bis ins Vaterland. Soll's uns hart ergehen, lass uns feste stehen und auch in den schwersten Tagen niemals über Lasten klagen. Denn durch Trübsal hier geht der Weg zu dir. Rühret eigener Schmerz irgend unser Herz. Kümmert uns ein fremdes Leiden, o so gib Geduld zu beiden. Richte unseren Sinn auf das Ende hin. Ordne unseren Gang Jesu lebenslang. Führst du uns durch raue Wege, gib uns auch die nötige Pflege. Tu uns nach dem Lauf deine Türe auf. Amen. Atempause. Nehmt uns mit in den Lobpreis.